So. Mal wegrollen und letzter Stich und du bist tot. Gut. Den da. Au, au. Ja, du bist super toll und jetzt bist du tot. Gut, wir sammeln hier die Sachen ein. Und von hier oben haben wir eine Schützenposition, was ich sehr gut finde. Dann können wir nämlich den da erledigen. Au, wir sollten nur aufpassen, wenn er auf uns schießt. Dem da werden wir nicht allzu viel Schaden machen. Na, 39. Das ist auch immerhin ein bisschen was. Aber nee, so kriegen wir den nämlich in 100 Jahren nicht tot, weil uns die Munition vorher ausgeht. Wir gehen jetzt lieber erstmal hier runter. Kümmern uns um den hier. Wow, und um den Soldaten. Wow. Wow. Jetzt sollten wir gucken, dass wir wegkommen. Aus vielen Gründen, weil ich höre noch einen von ihnen. Ja, komm her. Ja, genau, hier kommt nämlich der, den wir angeschossen haben. So, mal wegrollen. Und tot. Sehr gut. Ja, wir kriegen langsam mehr Seelen zusammen. Und hier steht sinnlos voraus. Ja, schön. Hier liegt noch etwas und wenn man genau hinguckt, erkennt man, wir sind jetzt auf der anderen Seite von diesem Tor, wo wir vorhin die Sachen gefunden haben. Also dieses eine abgeriegelte Gebiet da mit der versunkenen Hütte. Das befindet sich hier. So, und hier befinden sich noch mehr schicke Sachen. Ich habe ja das erste Mal immer gedacht, man müsste von da oben hier rüberspringen, um hier rüber zu kommen. Hier haben wir erst einmal noch einen Riesen, der in Frieden ruht. Und den können wir untersuchen. Und der hat nichts für uns. Hm. Nachricht lesen. Finstergeist wird benötigt unter Vision von Schatz. Blutfleck berühren, untersuchen. Hm. Normalerweise können wir dem Riesen einen Riesensamen abnehmen. Keine Ahnung, warum das dieses Mal nicht geht. Wahrscheinlich, weil gar kein Riesensamen da ist. Na gut. Was auch immer das gerade für ein Schlag war, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall noch ein Leuchtfeuer. Was steht hier? Scheinbare Wand voraus, null Wertungen. Wahrscheinlich, weil das eine Lüge ist. Leuchtfeuer voraus rechts, ja. Hier ist aber auf jeden Fall noch etwas. Eine Kiste. Und die hat große Seele und Jäger- und Lederrüstung, jawohl. Die würde ich nämlich gerne anziehen. So. Weil wenn ich die vergleiche, ist sie etwas besser als unsere jetzige. Außer bei Feuer. Aber dann können wir ja wieder die anlegen. Auch wenn sie etwas schwerer ist. Ne, lassen wir lieber erstmal unsere angelegt, solange wir nicht genug Anpassung haben. Gucken wir lieber mal die anderen Sachen durch. Naja. Okay, die behalten wir uns aber und werden sie auch ein bisschen verstärken später. Jetzt werden wir erst einmal das Leuchtfeuer aktivieren und nochmal nach Majula zurückkehren. Die Seelen ausgeben, die ich jetzt verdient habe. Wir werden nämlich schnell den Speer noch etwas verstärken. So. Hallo, Lady Grast. Ja, Gegenstand verstärken. Und zwar würde ich gerne Titanitscherbe. Hm. Große Titanitscherbe, genau.
den einmal verstärken. Und ich würde ja gerne mal den Bogen verstärken. So. I'll be around. Gut, dann gucken wir, ob wir noch eine Stufe hier bekommen können. Bear lässt this. So, ja, eine Stufe ist drin. Belastung, würde ich sagen. Oder nee, mehr Konstitution erstmal. So. Verlassen. Und dann geht es zurück zum Kardinalsturm. Und wieder die Treppe runter. So, unser Speer ist jetzt super stark. Jetzt können wir Gegner damit schon one-hitten. So, jedenfalls die Hüllen hier. Wow. Wenn sie nicht gerade wegspringen. Oder fast one-hitten. Je nachdem. So. Ich glaube, die Hellebardenfuzzis haben sogar etwas mehr Lebenspunkte als die mit dem Schwert. Und wir können jetzt hier weiter. Hier müssen wir aufpassen. Hier wird es gefährlich. Nämlich gerade deswegen. So, du weg. Du auch weg. So. Gegenstand aufnehmen. Höhlensoldatenschild. Lebenspunkte reinhauen. So, hier ist die letzte Tür nämlich, durch die wir durch können. Soldatenschlüssel benutzt. So. Dich töten. Und dich töten. Gut. Und hier weiter hoch. Hier sieht man schon, hier kommen wir langsam an die Küste. Hier scheint nämlich schön die Sonne. So, und hier ist eine Nebelwand für uns. Das bedeutet neuer Bossfight. Ich sackle hier erst einmal noch die Sachen hier ein. Und dann gucken wir durch die Nebelwand durch noch. Ja, der Verfolger. Den bösen Kerl kennen wir ja. Und dem sollten wir mit Vorsicht genießen. Immer etwas Abstand halten zu ihm. So, genau. Und gucken, was für Attacken er macht. Genau, uns nämlich voll eine verpassen. Aua. Genau, und wenn er so eine Attacke macht, können wir zustechen. Wenn wir uns ein bisschen in seiner Schildrichtung halten, dann trifft er uns nicht so leicht. Aua, außer mit sowas. Ja. Der ist auf jeden Fall heftig, wie man merkt. Und vor seinem blauen Stoß sollten wir uns in Acht nehmen. Wenn er den nämlich macht und uns damit trifft, werden wir verflucht. Wow, genau. Immer schön ausweichen. Den kriegt man sogar als Stärkeklasse nicht anders kaputt. Also,
tanken ist bei dem fast schon unmöglich. So. Aber er geht langsam. Also man merkt, ich bin ihm schon viel eher gewachsen als vorhin, als wir auf der Brüstung standen. Ja, dem schön ausweichen und ihm eine verpassen. So. Und zustechen. Und hoffentlich geht mir jetzt nicht der Festplattenspeicher mitten im Bossfight aus. Das wäre etwas peinlich, aber noch müssten wir genug haben, weil ich ja welche frei gemacht habe. So, genau. Wenn er zusticht und wir ausweichen können, ist das immer sehr gut. So. Einfach zustechen lassen. Au. Aber uns nicht dabei erwischen lassen. Uah. Genau, so können wir ausweichen. Die Attacke ist übrigens sehr, sehr heftig. Ja, Stich. Wegrollen. Aua. So, hinter ihn gehen. Wir heilen uns zum Glück ja durch den Ring ein bisschen. Das heißt, wenn er uns nicht zu oft trifft, können wir dadurch gegen heilen. So, stirb einfach. Wegrollen, zustechen, wegrollen. Das ist die beste Taktik. Und jetzt haben wir ihn gleich sogar. So. Wir haben den Verfolger besiegt, der uns mal eben einen Haufen Seelen oder einen Ring der Klingen gibt. Der macht auch was Schönes und den werden wir auch benutzen. Und zwar statt dem blauen Siegelring. Mal kurz umschalten. Der Ring der Klingen erhöht nämlich unseren Schaden. Und da sind die 29 Lebenspunkte, oder die wir da durch den... Nee. Wie viel kriegen wir denn? Doch, 29 Lebenspunkte, die wir durch den blauen Siegelring kriegen, sind da nicht so gut wie den Bonusschaden, den wir da durchbekommen durch den Ring. So. Wir haben den Verfolger besiegt. Ging einfacher als gedacht. Und haben dadurch noch einen Riesenbaum freigeschaltet. Erstmal das. Und zweitens gibt es hier unten noch ein nettes Secret zu entdecken. Das wir schnell einsacken werden. Nämlich das fast komplette Dragonlick-Set. So, wenn wir hier zurückgehen, sieht man ja, wo wir ankommen. So, den da erstmal weg. Die da oben ignorieren wir. Und jetzt rennen wir schnell zurück zum... Bossgebiet. Ups, nicht da lang. Sondern hier hoch. Genau. Hier rum. Durch das Bossfight-Gebiet durch. Und zwar hier hoch. Dort oben ist nämlich ein Nest. Und wir erinnern uns ja an den Vogel, der gerade gekommen ist. Nachricht lesen. Nachricht. Untersuchen. Ja, und wir werden wieder mal per Vogel transportiert.
So, der Adler hat uns in der verlorenen Festung abgesetzt und netterweise bei einem Leuchtfeuer gleich, das wir entzünden können und benutzen können, um nach Majula zurückzukehren. So, in Majula werden wir jetzt dann gleich erst einmal aufsteigen.